Heute spreche ich mit Benjamin Klausner, dem Waldmann. Wir reden über seinen überaus erfolgreichen YouTube-Channel, wo er seinen Zuschauern alles über die Welt der Natur, Outdoor, Bushcraft, Tracking und vieles mehr erzählt. Wir sprechen über seine Anfänge vor über 6 Jahren, seine Erfolgsgeschichten, seine Herangehensweise, wie er seine Videos produziert und promotet, und du erfährst von ihm hilfreiche Strategien für den Aufbau deines YouTube-Kanals. Einiges an richtig coolen Inputs hier dabei, also bleib definitiv dran. Heute zu Gast bei mir Benjamin vom YouTube-Channel Bushcraft, Natur und Kochen, quasi ein YouTuber draußen in der Wildnis. Benjamin, freut mich, dass du heute hier bist. Ich grüße dich, Sebastian. Danke, dass ich hier sein darf bei dir. Ja, sehr gern. Mich freut es, dass du die Zeit genommen hast, denn momentan sind die Bedingungen ja gar nicht so schlecht, ein bisschen draußen was zu tun. Es gab ja den Gedanken, ob du einen Overnighter machst, und wir waren nicht ganz klar, ob dieses Interview heute stattfinden wird. Umso besser, dass wir es schaffen. Benjamin, erzähl vielleicht mal kurz ein bisschen was über dich, was du so tust, was du so treibst. Also, ich bin der Benjamin und mache seit ungefähr 6 Jahren YouTube. Mein Haupthobby oder meine Hauptliebe ist die Liebe zur Natur. Ich bin gern draußen, Outdoor unterwegs, wandern, Trekkingtouren, schlafe auch gern meine Nacht draußen im Wald. Und all diese Unternehmungen, die halte ich auf meiner Videokamera fest und stelle dann diese Videos bei YouTube ein. Da können dann Abenteuer dabei sein, aber auch ein paar Lehrvideos, wo ich dann Wildkräuter vorstelle, Wildpflanzen. Und ein großes Hobby von mir ist das Kochen. Ich koche sehr gerne, auch gerade draußen im Wald. Und ja, diese Videos sind gern gesehen. Mhm. Ja, den Link zum Channel wird sowieso hier auch unter diesem Video geben. Was mich interessieren würde, Benjamin, wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Und da meine ich jetzt gar nicht so sehr YouTube, sondern eben Bushcraft, Outdoor, Kochen. Wie war so da deine Entwicklung? Wie hat das begonnen? Ja, also seit frühester Kindheit bin ich immer gern draußen im Wald gewesen. Früher nach der Schule mit meinem Kumpel sind wir einfach rausgegangen, haben ein Lager gebaut. Also Ding war ja, ich gucke eine Fernsehserie an als Kind und bin danach, es hat mich animiert rauszugehen. Und so bin ich halt zur Natur gekommen. Ich hatte immer wieder die kurzen Impulse aus der Zivilisation, sage ich mal. Und dann musste ich das einfach draußen dann nachspielen im Wald. Bin ich auch öfters mit rausgekommen in den Wald, der hat mich immer mitgenommen. Und so entstand eben ein Grundwissen, sage ich mal. Er hat mir viel gezeigt. Und das war so die Basis, das Fundament. Und dann habe ich das später einfach selber auch als Erwachsener dann gemacht, natürlich mehr geplant, seine Abenteuer. Das ist so die Abenteuerlust ein bisschen, kann man sagen. So bin ich dazu gekommen. Also da ist einiges an Erfahrung schon von deiner Seite vorhanden. Also das ist eben schon weit länger, als du dann die Videos eigentlich produziert hast. Ja, davor, auf jeden Fall war davor auch schon alles da, so wie ich es jetzt auch mache. Und dann kam das eben mit dem Bushcraft dazu. Vielleicht die einen oder viele Leute kennen das Wort vielleicht nicht. Das ist jetzt auch neu aus dem Ausland dazugekommen, kommt eigentlich aus Australien. Und Bushcraft ist jetzt gerade bei YouTube sehr populär. Also wenn man diesen Begriff Bushcraft dort eingibt, dann ist das wieder so eine eigene Community. Mhm. Und es sind einfach Leute, die in die Natur rausgehen und sich dort es bequem einrichten wollen. Es ist also kein Survival, wo sie jetzt überleben und dann möglichst wieder schnell nach Hause kommen möchten, sondern in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, da geht es darum, dass man sich dann draußen mit der Säge und mit dem Messer vielleicht ein Lager baut, dann einen Stuhl baut draußen, man schnitzt sich einen Löffel zum Essen, eine Schale, man versucht sich aus Naturmaterialien viel selber zu machen oder eine Ledertasche. Und da gibt es auf der ganzen Welt gibt's diese Menschen, die das machen. Treffen sich alle bei YouTube, gibt unzählige Videos davon. Und ja, in dem Bereich bin ich also wirklich durch YouTube hineingekommen. Denn davor, ohne das Internet, ohne YouTube, hat man ja nicht so einen Überblick, was gibt es im Ausland eigentlich, was machen die da. Klar, Wandern, Trekking gibt es da auch, aber jetzt diesen speziellen Bereich, dass Leute wirklich rausgehen, versuchen selber Feuer zu machen etc., das wusste ich bis dato 2012 noch gar nicht. Denn da habe ich YouTube entdeckt. Ja. Und dann bin ich in diese Szene reingerutscht und habe mein Wissen also noch mehr aufgefrischt und verfeinert und bin dann da sozusagen hineingekommen. Ja. Das ist so der Werdegang, könnte man grob sagen.
Sehr cool. Ja, und du hast recht, Bushcraft, das kennt man eigentlich nicht so sehr. Ich kenne es, weil ich bin auch, wie gesagt, manchmal draußen und in sehr, sehr sporadischer Art und Weise betätige ich mich da. Recht viel habe ich noch nicht zusammengebracht, bis auf Feuer machen mit Feuerstein und solche Dinge. Aber du hast recht, das ist, man geht rein, YouTube sieht sich das an, wie machen das andere, wie geht das? Und so beginnt's. Also 2012 war für dich so ein bisschen der Beginn, eigentlich zuerst als Schüler reinzugehen ins YouTube und dann, was war für dich der Auslöser, wo du gesagt hast, okay, jetzt starte ich auch mal mit meinen eigenen Videos. Wie ist das passiert? Ja, meine Mutter hat mir eine Videokamera geschenkt, damals noch ein ganz altes Gerät. Sie hat ihre alte Videokamera ausrangiert und hat sie mir geschickt. Und ich habe als Kind bereits gerne gefilmt, so auch wieder mit meinem Freund zusammen, haben wir kleine Videos nachgespielt oder die Nachrichtenshow nachgespielt. Also ich hatte gern gefilmt, sagen wir es mal so. Und als ich dann YouTube entdeckt habe und gesehen habe, dass andere im Wald sind und filmen, dann hat es mich gepackt. Dann habe ich gedacht, oh, du hast ja selber eine Videokamera im Schrank liegen. Dann habe ich die mit rausgenommen und dann draußen gefilmt. Und ich denke mal, der Grund war erstens mal, dass man dann nicht mehr, dass man was anderen zeigen kann, aber dass man auch eine Verbindung mit anderen schafft. Ich denke mal, das war der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe. Der Gedanke, ich mache jetzt draußen was, filme das und plötzlich können das ganz viele andere Menschen auch sehen. Ich weiß noch ganz genau die ersten Tage, die ersten Videos, die ich eingestellt habe, mit meiner Frau zusammen. Dann habe ich zu ihr gesagt: Oh, schau mal, jetzt sind 6 Aufrufe oder 10 Aufrufe. Das haben jetzt 10 Leute gesehen und du weißt ja auch nicht, wer das angeschaut hat, aber das ist einfach so faszinierend gewesen. Du filmst irgendetwas von dir und du stellst es da rein ins Internet und auf einmal sehen das andere Menschen. Dann schreiben die noch einen Kommentar darunter. Und dann bist du überglücklich, du hast plötzlich Kontakt mit anderen Menschen, die sich speziell für dein Thema interessieren. Ich meine, man hat auch Kontakt jetzt hier in der normalen Welt, aber nicht jeder teilt das gleiche Hobby, sage ich jetzt mal. Und dort hat man dann wirklich ganz speziell die Leute, die das gleiche Hobby teilen und kann mit diesen Leuten in Kontakt treten. Und das war so das Faszinierende dann für mich, ja. Ja, War man das baut. Bitte? damit die Frage beantwortet? Ich habe die Frage Ja, gar nicht verstanden. das passt schon, das ist okay. Darum Ja. geht es mir eigentlich und das merkt man auch bei dir. Man beginnt mal damit zu tun, dann merkt man, okay, da ist Resonanz und am Anfang sind es 5 oder 10 Menschen. Man tritt eigentlich in eine neue Community ein, beziehungsweise man schafft eine neue Community auch. Das ist ja genau dieses Richtig. Wechselspiel. Man wird zum Erzeuger, aber natürlich auch zum Empfänger Absolut. und es entwickelt sich diese Dynamik. Und ich Richtig. habe gerade nachgesehen, während du gesprochen hast, von 5 und 10 Views, da hat sich ja ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Ich habe jetzt kurz gesehen, zum aktuellen Zeitpunkt sind es über 72.200 Abonnenten auf deinem Channel. Und wie viele Menschen oder wie viele Views hast du zurzeit circa im Monat? Ungefähr kommt immer drauf an, so 350.000 53 Views pro auf deinem. 28 Tage, so sind ja die Analytics man kann das Genau. also bei YouTube alles genau gesehen. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Tipp am Rande. Der Vorteil an YouTube, wenn man dort einsteigt mit den Videos, man hat also ganz genaue Instrumente, um alles zu analysieren. Natürlich am Anfang hat man davon gar keinen Plan und es geht einem auch gar nicht so. Und jetzt mittlerweile kann man dadurch mit den Analytics, man kann ja alles sehen. Welches Land schaut meine Videos gerne an? Welche Altersgruppen? Mit welchem Gerät schauen Sie meine Videos an? Zu welcher Zeit schauen Sie meine Videos an? Ich kann auch ganz genau sehen, wie viele Menschen jetzt gerade meine Videos anschauen. Also man kann da sehr viel herauslesen. Macht dann auch irgendwann Spaß. Je länger man das macht, dann kommt man auch in den Hintergrund hinein von YouTube. Und ein Beispiel davon vielleicht. Ich habe auf dem deutschen Kanal gemerkt, dass ziemlich viele Japaner meine Videos anschauen. Dann habe ich mir gedacht, wie kann das sein? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt die Japaner meine Videos so gern anschauen, dann mache ich noch einen extra japanischen YouTube-Kanal für Japaner. Und da habe ich also einen japanischen YouTube-Kanal eröffnet und die Videos gestalte ich so. Die Japaner in der japanischen Kultur ist es so, dass dort die Stille und die Ruhe hoch anerkannt sind. Also ich habe da einen Bericht gesehen, wenn die Japaner durch die U-Bahn rudern gehen, die schweigen dort. Da gibt es auch YouTube-Videos. Das ist nicht wie bei uns so ein Gewusel, Gewimmel, sondern die laufen alle
zur nächsten U-Bahn-Station und dann ist da plötzlich Ruhe. Das ist ganz lustig bei denen, also bei denen hat es einen hohen Stellenwert. Und das wiederum auf meine Videos, das heißt, ich kann Naturvideos machen für die Japaner und brauche aber nichts erklären oder reden, sondern die finden es schön und ich persönlich auch, einfach im Wald zu sein, vielleicht ein Lager zu bauen, zu kochen, aber ich brauche dabei nicht reden. Ich mache einfach diese Handlungen ganz bewusst, Ja. langsam und schön, zeige mir die Natur und diese Videos habe ich dann auf dem japanischen Kanal eingestellt und die kommen dort auch sehr gut an. Und ich kann diesen Menschen sehr viel Freude bereiten, weil sie sehr gestresst sind, gerade in Japan, eine sehr hohe Arbeitseifer oder Arbeitserwartung an die Menschen. Die arbeiten noch mehr als die Deutschen. Für Japaner sind die Deutschen schon fast faul Ja. und sehr arbeitsstrebsam und sehnen sich aber sehr nach Ruhe. Und diese Videos sind so eine kleine Auszeit für die. Das konnte ich aus den Kommentaren von denen oder aus der Resonanz herauslesen. Wahnsinn, aber also es ist jetzt nicht so, dass da lauter deutschsprachige Japaner dort sind, sondern die ziehen sich die Videos rein und wo du jetzt dann noch extra dafür einen YouTube-Channel entwickelt hast, wo du achtsam, bewusst die Bewegungen, die Dinge durchführst und die folgen denen dann einfach quasi. Genau, die mögen einfach die Naturgeräusche, die Natur und die mögen auch natürlich wieder essen. Da kommt wieder diese Komponente hinein, weil ich gerne koche. Es gibt natürlich auch viele japanische Bushcraft- oder Outdoor-Kanäle. Und die machen es eigentlich genau gleich wie ich, warum mein Kanal jetzt so populär dort geworden ist. Ich kann es mir. Also, ich habe es einfach bei den Analytics gesehen und habe gedacht, okay, die mögen das und habe es dort ausprobiert. Und tatsächlich, nach ein, zwei Monaten, die Videos haben mehr Aufrufe als in Deutschland zum Beispiel. Wirklich? Ja, Okay. weit höher. Wahnsinn. Wahnsinn. Weit höher. Manche haben wenig Aufrufe, aber der Durchschnitt hat so viele Aufrufe, das glaubt man gar nicht. Da will ich auf jeden Fall auch den Link dazu haben, weil das ist genauso was Spannendes, was Den schicke ich dir. da würde man nie drauf kommen, oder? Niemals. Und YouTube ist weitaus mehr als. Es ist wirklich global und vielleicht hat jemand ein Wissen, was in Deutschland völlig uninteressant ist. In einem anderen Land kann dieses Wissen oder dieses Know-how oder sei es jetzt ein Unternehmen, eine Firma, man kann die ganze Welt erreichen, wenn man es geschickt anstellt. Wenn ich jetzt ein deutsches Unternehmen habe, aber fürs Ausland was Besonderes habe, was jetzt dort in anderen Kulturen beliebter ist als hier, dann kann ich die Menschen dort genauso von Deutschland oder von Österreich oder sonst wo auch genauso gut erreichen über YouTube. Ja. Das, was du gerade ansprichst, das ist ja auch das, was mich so sehr begeistert und das oft auch missverstanden wird in meiner Branche. Ich nähere mich der Thematik immer natürlich von Business-Perspektiven, Marketing und so weiter. Aber bei mir, das hört da nicht auf, weil es geht darum, seine Message, seine Botschaft zu verbreiten und Mehrwert zu liefern über die Grenzen hinaus. Und wenn du mir jetzt so ein Beispiel gibst mit deinen Videos, die auf einmal in Japan ankommen und dort tausende Menschen inspirieren, das ist genauso ein Beispiel, von dem ich spreche, dass die Grenzen, die es vielleicht einmal gab vor 20, 30 Jahren, die sind jetzt technologisch aufgebrochen. Wir sind Ja, in einem komplett neuen Spielfeld. absolut, absolut. Und Menschen wie du und ich, alleine jetzt dieses Interview, dass wir das führen können, so unkompliziert eigentlich, Ja, das ist das ist richtig cool. richtig cool. Ja. Und was cool ist, auch die Etikette fällt immer mehr weg. Ein Beispiel, wir suchen gerade für den Urlaub eine Ferienwohnung. Ja. Und jetzt sehe ich da die Bilder und man sieht noch so die alte Generation Bilder, die sind so auf schick gemacht, auf. Ach, da wird der Tisch schön arrangiert und so weiter. Und so die YouTube-Generation, so die, man will das gar nicht mehr so sehen. Was interessiert mich jetzt, wenn der Tisch schön gedeckt ist, wenn es alles so arrangiert ist? Ich will es einfach natürlich sehen, so wie es ist. Und dann gibt es einfach Aufnahmen, da wird einfach mit der normalen Kamera fotografiert, die Ferienwohnung. Und man sieht einfach, man merkt oder die Leute bekommen immer mehr ein Gespür für Natürlichkeit. Sie wollen nicht mehr so eine aufgepuschte Werbung oder künstlich arrangiert. Sie wollen einfach sehen, wie es ist. Übertragen auf Unternehmen. Man braucht nicht eine große Werbeagentur engagieren, die jetzt künstlich alles arrangiert, sage ich jetzt mal. Sondern wichtig finde ich jetzt, dass die halt einfach zeigen, wie es ist. Ich meine, die Agentur ist wichtig. Die Leute wissen nicht selber oder viele wissen nicht, wie man jetzt filmt, wie man sowas produziert und so. Man sollte die Leute an die Hand nehmen und es die Natürlichkeit zeigen, so wie es halt gerade ist. Ja, das war so meine Message. Ja. Ein bisschen rüber. Also Auf für mich jeden Fall.
aus User-Sicht, je natürlicher es ist und je mehr ich hinter die Kulissen blicke, oder dann spricht es mich in der heutigen Zeit viel mehr an als vielleicht damals. Definitiv. Also unterschreibe ich sofort. Authentizität, die man einfach wirklich durchbringen kann. Ja. Genau. Und wir haben das alles und wir können das alles zeigen. Und es ist auch immer mehr der Bedarf, weil, so wie du gesagt hast, diese hochpolierten Fotos, jeder weiß, dass es nicht der Wirklichkeit entspricht. Das ist ein Hochglanz-Werbefoto. Okay, aber wenn ich wirklich das Gefühl dafür bekommen möchte, für die Menschen, für die Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, dann kommt da kein Weg dran vorbei, dass ich auch die Menschen zeige, die das machen, die das tun, das verkörpern. Und das muss nicht immer ein Brad Pitt-mäßiges Aussehen oder Fähigkeiten sein, weil das ist keine Schauspielerei, die wir hier machen, wenn es um dieses Medium geht. Es ist ein echter Einblick in das, wie es ist, festgehalten mit einer Kamera, geteilt mit der Öffentlichkeit, mit der Menge, die dafür Interesse haben. Und ich finde, bei dir, bei deinen Medios merkt man das auch, diese Begeisterung, die da auch rüberkommt. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, warum die Japaner das auch so schätzen. Weil da merkt man, da ist einfach diese ehrliche Grundüberzeugung, warum es dir wichtig ist, Menschen da einfach einen Einblick zu geben. Die Verbundenheit mit der Natur, den Pragmatismus, Bushcraft, alles das mitzugeben und auch Wissen weiterzugeben. Also das merkt man einfach. Und auch, wenn man es nicht immer benennen kann, wenn man sieht, man spürt, da ist mehr dahinter. Ja. Und das ist zum Beispiel bei deinem Channel, ist mir auch gleich zu Beginn aufgefallen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, der Erfolg gibt dir recht, weil sonst hättest du nicht so viele Menschen, die dir zusehen. Ja. Was mich interessieren würde, Benjamin, wie war das gerade so am Anfang? Weil es gibt viele Menschen, die sagen, ja, YouTube wäre cool, und die träumen dann natürlich schnell mal von den großen Millionen, weil klar, auch das Bild wird gezeigt, dass es ja so einfach ist, dass man da gleich 10.000 Euro im Monat bekommt. So ist es ja nicht, das wissen wir beide. Was hat dich motiviert, dran zu bleiben? Was hat dich motiviert, da weiterzumachen über die mittlerweile 6 Jahre? Ja, schon auch ein Stück weit der große Traum, damit eben erfolgreich zu sein. Das auf jeden Fall. Also immer der Gedanke, man könnte viele Menschen erreichen. Mhm. Das kann ich ganz ehrlich zugeben. Also klar, am Anfang, da denkt man jetzt nicht dran, viele Views zu bekommen oder sonst irgendwas, sondern man steigt erst neu ein, lernt halt die Leute kennen. Das ist wunderschön. Mhm. Aber der Hintergedanke, dass man eben so viele Menschen erreichen kann oder könnte im Laufe der Zeit, und dass man es vielleicht weniger seiner Arbeit nachgeht, sondern wirklich das machen kann, was einem Spaß macht, ist schon immer mir sehr wichtig gewesen, weil sonst hätte ich das natürlich nicht durchgehalten. Ich habe nie den Gedanken gehabt, das nur nebenher zu machen. Vielleicht anfangs, wo ich noch gar nicht mir das alles vorstellen könnte, aber wo ich gemerkt habe, dass das gut ankommt und dass da Potenzial da ist. Das ist meine Motivation gewesen. Der Gedanke oder der Traum oder das Wissen darüber, dass man irgendwann sehr viele Menschen erreichen kann, und dadurch, weil ich viele Menschen erreichen kann, kann ich auch mehr von mir anbieten. Also bei mir zum Beispiel eben Kräuterwanderungen oder Trekkingtouren. So habe ich YouTube auch genutzt, um zu zeigen, guck mal, ihr könnt auch im Real Life zu mir kommen, und wir können dann wirklich in den Wald hinausgehen und wirklich Trekkingtouren machen. Mhm. Und ich wusste, die Leute können so über mich erfahren, weil ganz am Anfang meine erste Trekkingtour, ich weiß gar nicht, ob ich das schon YouTube gemacht habe, es war eine Wildpflanzen- oder Kräuterwanderung, sagen wir es so. Da bin ich also, da habe ich mir Flyer gedruckt mit dem Computer, habe meine Daten draufgeschrieben, was ich mache, und bin dann auf den Campingplatz gegangen und habe dort diese Flyer verteilt, um Leute zu bekommen. Und tatsächlich 2 gekommen sogar, völlig unwirtschaftlich und so, aber so sollte man am Anfang gar nicht denken. Es war völlig egal, diese 2 Leute, als ich mit denen die Kräuterwanderung gemacht habe und am Ende noch einen kleinen Lohn dafür bekommen habe, da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut. Den Moment werde ich nie vergessen, weil das war das erste Mal, wo ich eben selbstständig von mir was gegeben habe. Es wurde anerkannt. Ich habe das gemacht, was ich absolut liebe, habe dafür noch etwas bekommen und wusste, okay, das ist also möglich. Du musst nicht als Angestellter irgendwo arbeiten. Du kannst tatsächlich etwas von dir umsetzen, und es funktioniert.
Natürlich ist die Reichweite mit Flyern oder auf dem Campingplatz zu fahren und so weiter sehr begrenzt. Und dann, wenn dann eben YouTube ins Spiel kommt und so, und man auf einmal da die Möglichkeiten erkennt, was für ein Potenzial es hat, ja, dann kann man seinen Traum weiterverfolgen und es hat mich immer weiter motiviert, eben da dran zu bleiben, Ja, all die Jahre. das glaube ich dir. Und diesen Moment, den du beschreibst, den kenne ich auch. Das ist, wenn man mal wirklich, es ist, da fällt so der Schalter und man merkt, das geht wirklich. Das ist keine Illusion. Ja? Und da geht es meistens nicht um Summen im sechsstelligen Bereich, Völlig sondern egal. bei mir war das sprichwörtlich, das erste Mal, dass ich 10 Euro verdient hatte über irgendeine Online-Geschichte. Und ich mir gedacht habe, wow. Stell dir mal vor, ich schaffe das Zehnfache davon. Aber genauso beginnt es und dann ist man dabei und auf einmal wird es mehr und es wächst und es gedeiht. Und das heißt, bei dir ist einem auch wirklich YouTube ein sehr zentraler Kanal, um Menschen zu gewinnen für deine Wanderungen, für deine Trekkingtouren, für, weiß nicht, hast du Produkte auch etwas in der Richtung, die du verkaufst von deiner Seite? Ja, ich habe jetzt vor 3 Wochen ungefähr mehrere E-Books geschrieben, also Rezeptbücher kann man sagen, herunterladen. Meine ganzen Rezepte, ich habe viele Kochvideos gemacht und habe jetzt meine aus den Kochvideos die ganzen Rezepte in ein schönes Buch oder E-Book reingepackt mit Bildern dazu. Und ja, das ist so mein erstes eigenes Produkt, kann man sagen. Ja, diese E-Books. Genau, davor hatte ich einen Online-Shop, wo ich physische Produkte verkauft habe, also Trekking, Outdoor-Ausrüstung. Da habe ich dann einen komplett eigenen Online-Versand hochgezogen mit Webseite, mit eigenem Lager im Haus etc. Also ich habe viele Dinge schon aufgebaut, sage ich mal, und durchlebt. Jetzt gerade im Moment bin ich wieder zurück zur Essenz, zum Kern gekommen. Bei mir ist wirklich YouTube der Haupt Kern. Also ich habe es am allerliebsten, eben nur mit YouTube zu arbeiten, diese Videos zu produzieren und ja, weniger diese physische Produkte jetzt da weiter zu verkaufen, sondern mein Haupttraum ist es eigentlich wirklich nur YouTube-Videos zu machen. Aber ich habe alles damit ja ausprobiert, sage ich mal, diesen Online-Shop gemacht, dann auch wieder die Ausrüstung in den Videos gezeigt, vorgestellt, was ist gerade neu reingekommen. Wenn du Videos produzierst, Benjamin, da würde mich einfach interessieren, wie ist da für dich so der Ablauf? Und ich glaube, das ist auch etwas, was deine Community am Channel schon gefragt hat. Wie gehst du da durch so eine Produktion rein? Wie läuft das so im Groben ab? Also am Anfang steht die Idee und auch die Lust dazu, was möchte ich heute machen oder was möchte ich morgen für ein Video drehen. Nehmen wir mal das Beispiel eines Kochvideos. Dann überlege ich mir erstmal, okay, was möchte ich für ein Video drehen, was möchte ich dort kochen. Dann nehme ich mir, wenn es richtig professionell ablaufen soll, ein Blatt Papier und schreibe mir einfach auf, erstmal so die Grundgedanken. Okay, ich möchte Spaghetti-Tomatensoße im Wald kochen. Dann schreibe ich mir zuerst auf, was brauche ich alles, um dieses Video zu gestalten. Also in meinem Fall jetzt die ganzen Kochzutaten, vielleicht noch etwas Ausrüstung dazu, so ein kleines mit Zeltplane, damit ich mir ein Dach bauen kann. Dann bräuchte ich ein Messer, ein Brettchen dafür, um das Ganze zu bewerkstelligen. Und dann stelle ich mir im Kopf vor, wie ist jetzt der Ablauf vom Video, wie ist der Dreh. Und nach einer gewissen Zeit hat man eine Routine, man weiß also ungefähr die Videoabläufe zum Beispiel. Also es fängt immer an mit einer Begrüßung oder man kann auch erst ein Intro machen, in meinem Fall zum Beispiel schöne Naturaufnahmen für 30 Sekunden oder 1 Minute und dann kommt mein Intro. Dann beim Intro ist es mir immer wichtig, vielleicht kurz einen Überblick über das Video zu geben, wie in einem Buch, so ein Inhaltsverzeichnis. Ich begrüße die Leute und sage dann, was jetzt im Video gleich kommt. So, damit sie gleich erstmal wissen, ja, was erwartet mich jetzt hier, was kann ich aus dem Video lernen, was sehe ich für schöne Bilder. Dann schreibe ich mir kurz zu Hause die Szenen auf, also in meinem Fall jetzt Lageraufbau, dann vielleicht Feuer machen, dann kochen und dann anrichten und dann ja das Ganze
essen, vielleicht nebenher noch was erklären und dann das Outro. Also ist jetzt ganz simpel erklärt, aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Also ja. Das ist so ein grober Ablauf, der sich immer wieder wiederfindet in den Videos. Immer. Also ja. Man kann sagen, der ganz grobe Ablauf ist wirklich wichtig. Das Intro ist bei YouTube, ist das Intro und der Anfang schon sehr wichtig. Also auch das Thumbnail, also was man nachher bei YouTube sieht, diese Bildchen an der Seite, wo ein Animieren, ach, das Video könnte ja auch interessant sein, ist auch sehr wichtig, dass man da während des Videodrehs versucht, auch eine schöne Aufnahme zu machen. Das notiere ich mir auch immer, dass ich mir während des Videodrehs einen Thumbnail fotografiere zum Beispiel. Also in meinem Fall komme ich wieder zurück zum Essen. Ich habe das fertig gekocht, arrangiere das Ganze schön und mache dann ein Bild davon. Und dieses Bild ist dann nachher das Bildchen, was die Leute dann bei YouTube sehen. Genau, also grob. Intro ist ganz wichtig, die ersten Sekunden, die ersten Minuten, dass das nicht langweilig ist. Darauf achte ich dann der Hauptteil. Ja, und dann noch einen schönen Schluss finden. Mhm. Und das Allerwichtigste einfach machen. Also man kann zehnmal was erklären, das Allerwichtigste einfach machen. Ich sage so, wenn man einen neuen YouTube-Kanal aufbaut, nach meiner Erfahrung nach, je nachdem, was man jetzt machen möchte, wenn man erfolgreich sein möchte, es sind 100 Videos auf dem Kanal drauf. Mhm. Und dann ist es schon, ist es eigentlich schon fast sicher, dass der Kanal erfolgreich wird, so ab 100 Videos. Mhm. Mit 50 Videos hat man eine gute Erfahrung. Also man muss einfach anfangen. Je mehr Videos man produziert, je öfters, desto mehr Routine bekommt man. Aber das gilt jetzt halt für den Bereich YouTube oder wenn man jetzt YouTube machen will, vielleicht für ein Unternehmen, für eine Firma, die möchte jetzt vielleicht nicht so viele Videos produzieren. Wobei es aber auch ein guter Tipp wäre. Also wenn ich wirklich bekannt sein möchte oder zeigen möchte, was ist, die ganzen großen YouTuber, die in dem Bereich unterwegs sind, ich zum Beispiel aus Amerika, Gary Vaynerchuk oder so, diese ganzen Leute, die machen das, das ist halt dieses Prinzip, die filmen einfach jeden Tag und zeigen, was sie machen. Also so kann man natürlich als Unternehmen sich auch bei YouTube sehr gut platzieren. Absolut richtig. Und Gary Vaynerchuk, Casey Neistat wird dir auch was sagen, diese ganz großen Vlogger oder die sagen es ja eigentlich immer wieder, Kontinuität, jeden, also klar, man kann es auch übertreiben, aber der Grund, warum sie hier sind, ist, weil sie nicht nur einmal ein Video produziert haben und gewartet haben, dass das viral geht, sondern zack, 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 zack und immer wieder und dann passiert ja auch genau das, was den Charakter ausmacht. Menschen sehen sich das eine Video an, sind neugierig, wollen das zweite, dritte, vierte, zapp, und dann bist du dabei. Und je mehr Videos, gehaltvolle Videos natürlich, desto besser. Wenn du da draußen drehst, Benjamin, wie aufwendig kann man sich denn das da vorstellen? Und arbeitest du da alleine bei dem Videodrehs oder holst du dir da auch quasi Kameramann, Kamerafrau dazu? Wie machst du das in der Praxis? Also hauptsächlich mache ich das alleine. Manchmal filmt mich meine Frau, ist dann vom Bild her etwas besser. Wenn ich gefilmt werde, sind es bewegte Bilder. Sieht manchmal etwas interessanter aus. Ich kann dann zum Beispiel in den Wald hinauslaufen und sagt dann zu den Leuten jetzt virtuell, so kommt man mit und dann folgt mir die Kamera praktisch und ich habe beide Hände, um etwas zu zeigen. Mhm. Die Kamera kann dann mal näher rangehen, kann dann weiter weggehen. Macht schon Spaß mit Kameramann oder Kamerafrau in meinem Fall, aber das kommt selten vor. Meistens filme ich das alleine und man kann auch alleine sehr gut das machen mit einem Kamerastativ. Ja, genau. Mhm. Also es braucht auch nicht mal ein Team, dass man Videos produziert. Das ist das ganz Wichtige. Ist hilfreich, aber keine Voraussetzung. Ist hilfreich, aber absolut keine Voraussetzung. Ein Kamerastativ und wenn man ein gutes Smartphone hat heutzutage, die filmen so gut, dass man das daran fixieren kann, Stativ aufstellen. Was auch wichtig ist zu wissen, vielleicht mal die YouTube-Videos aus der Perspektive anschauen, wie filmt jetzt derjenige oder da habe ich eben viel gelernt. Wie filmen andere? Wie nah ran gehen sie? Wie weit weg? Denn gerade am Anfang ist es bei meisten so, bei mir war das auch so, ist jetzt vielleicht auch Geschmackssache, aber oft ist das Bild einfach zu weit weg. Oder man filmt einfach, ich bin dann so klein im Bild hier und möchte was erzählen und um mich herum ist Riesenlandschaft. Aber wenn ich was erzähle, ist es vielleicht wichtiger, dass man mich mehr sieht oder dass ich näher dran bin oder dass gewisse Dinge eben näher gezeigt werden. Das macht
macht es interessanter und sich, was auch wichtig ist, sich schon Mühe zu geben, verschiedene Kameraperspektiven zu machen. Also das ist natürlich schon viel, da gebe ich mir sehr viel Mühe, das ist viel Arbeit, die Kamera an- und ausschalten, wieder umstellen, Nahaufnahme, mal wieder weiter weg, dann von der Seite, was auch schön ist, dass man nicht immer mittig im Bild ist, sondern dass man so ein bisschen seitlich sitzt und hier auf dieser Fläche könnte jetzt ein schöner Baum sein, zum Beispiel, oder irgendwas Interessantes, dass man mich sieht, aber man will ja nicht ständig mein Gesicht sehen, sondern auch mal die Augen etwas erholen, dann können die Augen hier in diese Fläche hineinschweifen. Das sind alles so kleine Dinge, die das Video wieder interessanter gestalten. Ja, ja, und ich weiß, ich glaube, das war ein Kochvideo von dir, wo ich, man bekommt natürlich auch schon einen Blick dafür, was Menschen tun, genauso wie du es machst oder wie du gesagt hast, man sieht sich an, wie machen andere das, welche Positionen verwenden die, welche Stilmittel und so ein eine denkbar simple Szene, wo du, ich glaube, Kartoffeln schneidest oder irgendwas in der Richtung und du erzählst, dann sieht man es schneiden, dann noch irgendetwas anderes. Und das sind drei komplett verschiedene Kamerapositionen. Und diese 10 Sekunden Videomaterial kosten dich wahrscheinlich 20 Minuten in der kompletten Aufbau, Abbau hin und her. Es ist notwendig, weil das macht es spannend, das macht es lebendig. Und das macht auch Spaß. Ja. Weil dann habe ich hinterher nachher Material bei der Videobearbeitung und ja, das ist halt dann die Freude wieder hinterher beim Bearbeiten, dass man was hat so zum Verwenden, was das Ganze wieder interessant macht. Ja. Was aber nicht heißt, dass es immer so sein muss. Kann auch mal einfacher gehen. Ja, wenn du die Videos hochgeladen hast, Benjamin, wie handhabst du es da? Promotest du die auf anderen Kanälen oder wie gehst du da vor, damit das doch mehr Menschen bekommen? Weil wichtiger Input jetzt an dieser Stelle, das weißt du ja natürlich auch, aber unsere Zuschauer vielleicht nicht, bei YouTube, die haben ja einen ganz eigenen Algorithmus, wie die diese Videos einstufen. Und gerade die ersten 24 Stunden ist es ja ganz, ganz wichtig, dass dieses Video von möglichst vielen Menschen gesehen wird, weil dann wird man automatisch besser gerankt. Also die ersten 24 Stunden ist so die heiße Phase, in der man eigentlich viel machen kann. Und diese hat man ja nur einmal. Alles, was danach kommt, ist auch hilfreich, aber nicht mehr so gewichtig wie in dieser ersten frischen Phase. Weil aktuell werden ja, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele 1000 oder 100 Stunden Videomaterial pro Minute hochgeladen auf YouTube. Also da muss man sich schon etwas bemühen, damit das auch gesehen wird. Weil einfach nur raufladen und zu hoffen, dass die ganze Welt einem zuschaut, läuft ja leider nicht so. Also was ist da deine Strategie? Meine Strategie mittlerweile, ja, also da sollte man von Anfang an sprechen. Also mittlerweile die Videos, wenn ich eins hochlade, klar, die haben dann eben sehr viele Aufrufe durch die Abonnenten, die man hat. Und dafür sind eben die YouTube-Abonnenten gut. Man hat sozusagen man kann es wie mit einem Magazin vergleichen, man produziert das Video, veröffentlicht es und meine Abonnenten bekommen gleich die Nachricht, da ist ein neues Video. So, also die kann ich eigentlich fast immer erreichen. So einen gewissen Prozentsatz von meinen Abonnenten, die erreiche ich immer. Was also heißt, man sollte schauen, dass man Abonnenten bekommt, weil die 1:1 meine Videos sehen. Okay, wenn ich jetzt keine Videos habe, habe vielleicht E-Mail-Adressen oder E-Mail-Marketing, sowas in dem Bereich, dann könnte ich das auch über diesen Weg meine Videos versenden sozusagen. Ich kann ja auch das in die eigene Hand nehmen, wie du schon sagtest. Also ich kann das sharen, vielleicht auf meinem Facebook einen Hinweis geben, ich habe jetzt ein neues YouTube-Video über E-Mails oder Instagram etc. Dann gibt es noch die Möglichkeit über Foren, das habe ich auch am Anfang gemacht, in Foren zu seinem Thema eben sagen, ich habe ein Video gemacht, schaut mal hier. Wobei das mittlerweile also in meinem Bereich nicht mehr so gern gesehen ist, weil es natürlich immer mehr gibt. Mhm. Wenn jeder in einem Forum sein Video reinstellt, Werbung, macht es auch keinen Spaß mehr. Aber du hast mich gefragt, wie ich es jetzt mache. Also jetzt meine Strategie ist so, ich lade das Video hoch, auf jeden Fall eine Nachricht bei Facebook und was ich auch neuerdings mache, dass ich schon eine Vorankündigung mache. Leute, morgen 11.30 Uhr gibt es ein neues Video. Dann wissen die schon mal vorab, okay, morgen kommt endlich oder kommt wieder ein Video. Der Grund dafür, ja, ich denke mal, dass Menschen haben gerne Regelmäßigkeit und auch so eine
gewisse Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, vielleicht gerade auch hier in Deutschland, wenn man vorher was ankündigt, hört man zu, morgen 11.30 Uhr neues Video und es kommt dann wirklich 11.30 Uhr auch online und macht es ein paar Mal hintereinander, gewinnt man Vertrauen. Das ist also so das, was ich mache und sonst eigentlich jetzt gar nichts. Ganz am Anfang natürlich, wie gesagt, andere Kanäle oder bei anderen Kanälen kommentiert. Zum Beispiel, wenn jemand anderes in meinem Bereich ein Video hochgeladen hat, habe ich unten drunter einen Kommentar geschrieben. Ich denke mal, das ist so am Anfang das Wichtigste, dass man viel agiert bei YouTube, wenn man gesehen werden möchte. Viel bei anderen kommentieren, auch mal schreiben, ah ja, zu dem Thema habe ich auch ein Video gemacht, schau doch mal bei mir rein. Gibt es verschiedene Strategien. Manche sind sehr aggressiv in ihrer Strategie, die hauen einfach nur einen Videolink von sich drunter unter das Video. Ja. Es gibt alles. Also warum nicht? Also bei mir schreiben auch manche drunter, ja, guck mal, ich habe hier das und das gemacht und setzen dann einfach einen Link drunter, aber ich klicke es dann trotzdem oft an und gucke es mir an. Und wenn es dann wirklich gut ist, dann abonniere ich den Kanal auch oder zumindest hat er auch schon mal einen Aufruf dann für sein Video. Ein bisschen ein Geben und Nehmen, aber wenn es zu plump ist, dann funktioniert es einfach nicht. Und ja, kommt sehr häufig vor so. Ja, das... Das funktioniert nicht. Viele denken das, aber es bringt nichts. Das ist, ich habe mal ein Interview gemacht mit Calvin Hollywood. Das ist ein Fotograf, der auch sehr, sehr populär ist mit sozialen Medien. Und er hat es eigentlich am besten auf den Punkt gebracht. Die Leute vergessen, dass es sich beim sozialen Netzwerk um ein soziales Netzwerk handelt. Und wenn du dich jetzt in einen Raum stellst und einfach deinen Prospekt in die Fresse drückst und erwartest, eine positive Reaktion zu bekommen... Das würde nie passieren. Warum soll es in einem sozialen Netzwerk auf digitaler Ebene anders sein? Und das ist eigentlich eine tolle Erinnerung, auch was du sagst, wenn du da gesehen und gehört werden möchtest, über YouTube oder Facebook, egal, dann interagiere wie ein echter Mensch, gib Mehrwert, gib Inputs, Erfahrungen, aber nicht einfach nur jeden irgendwie eine Visitenkarte oder einen Flyer in die Hand zu drücken. Eine Strategie, die ich auch jetzt vor kurzem gehört habe, die ich auch noch ausprobieren muss, aber vielleicht für dich interessant, das jetzt habe ich gesehen, die Menschen kündigen ihre neuen Videos an und zwar auf Facebook mit Facebook Live, weil das wird besser gerankt von Facebook, stimmt. Und bringt dann wieder mehr Interessenten auf YouTube dorthin. Also genau das, was du gesagt hast, Ankündigungen, Regelmäßigkeit auch in der Veröffentlichung der Videos, das gibt einfach eine gewisse Grunderwartungshaltung. Menschen wissen, okay, alles klar, Benjamin Channel, jeden Dienstag 9 Uhr kommt ein neues Video, ja, alles klar. Dann sieht man sich das an wie Desperate Housewives irgendwie oder so in der Richtung. Genau. vielleicht noch ein wichtiger Tipp. Also was du gesagt hast mit dem Facebook, mit den Facebook-Videos ist auch sehr gut. Das vernachlässige ich ein bisschen zum Beispiel. Aber das ist auch ein sehr guter Einstieg. Auch da ruhig Videos produzieren oder live etwas machen, wird auch sehr gern gesehen. Und was ich auch wichtig finde, was viele ihre Anfangschance lassen, viele verpuffen, indem sie am Anfang eine große Welle machen. Ich habe jetzt einen neuen YouTube-Kanal und habe jetzt dies und jenes und dann klickt man das an und dann ist da ein Video oder zwei Videos drauf. Ja, wäre es vielleicht auch wichtig, erstmal zu produzieren, dass da schon mal was da ist. Weil das finde ich immer so schade, wenn die Leute, ja, promote doch mal meinen Channel oder guck mal, was ich gemacht habe und dann ist da ein Video drauf. Und danach, du kriegst da nicht mehr auf, denkst, du guckst dir den nicht nochmal an, den Kanal, weil du wartest ja nicht, weil du willst ja etwa Content bekommen oder erstmal schauen, was hast du zu bieten. Und wenn da nichts ist, dann ist die erste Chance schon vorbei. Wenn der aber das ankündigt und ich klicke auf den Kanal und sehe, oh, da ist ja schon was da, oh, das ist interessant, dann bleibe ich da dabei. Und die Chance hat man oft nur einmal. Also wenn man was ankündigt und da ist nicht dann viel dahinter, eine zweite Chance hat man oft nicht. Sehr guter Tipp, genau. Weil sein Button, erstmal was machen und warten, halten. Ich weiß, man möchte gerne, ja. Aber lieber warten und dann... Und dann geht's raus. Sehr guter Tipp, der ist wirklich hilfreich, weil wenn man schon drauf ist und dann gibt es nichts außer dieses eine Video zu sehen, dann ist kein Grund mehr da wiederzukehren. Also ganz großartiger Tipp von deiner Seite. Benjamin, jetzt haben wir schon einiges drüber gesprochen, über deine Herangehensweise, deine Story, deine Strategien, auch deine Erfolgserlebnisse.
Gibt es etwas, was du den Zuschauern und Zuschauerinnen vielleicht abschließend noch mitgeben möchtest auf ihre Reise, die vielleicht noch vor ihnen steht oder wenn sie schon mittendrin sind, wo du sagst, ja, das sind so für mich einfach ein paar Dinge oder eine Grundregel, die ich immer wieder beherzige, mit der ich ganz gut fahre? Ja, also schön wäre es, wenn man auf jeden Fall einen Traum hat und an dem Traum dran bleibt, also auf keinen Fall aufgeben und nicht sich an irgendwelchen Hindernissen stören oder ja, also und sozusagen einfach machen erstmal. Mhm. Viele sagen, okay, man, das ist dann nicht professionell oder wenn man es einfach irgendwas macht, aber aus Fehlern lernen, meiner Erfahrung nach, ist immer noch das Wichtigste gewesen, ohne dass ich jetzt Profi bin oder sonst irgendwas, das Wichtigste ist wirklich den Weg zu gehen und einfach zu machen. Und dann mit dem Laufe der Zeit lernt man dazu, wenn man lernwillig ist, auch bereit ist, aus den Fehlern zu lernen, das alles zu optimieren, dann funktioniert das Ganze. Und ja, fake it till you make it klingt vielleicht ein bisschen negativ oder die Leute wieder aussagen, die würden sagen, ja, der veralbert die Leute oder der tut doch nur so. Aber würde ich nicht sagen. Wenn der Traum dahinter steht, aber man kann zum jetzigen Zeitpunkt eben nicht der Hollywood-Star sein oder der Schauspieler oder dieses Fotomodel oder der super Bodybuilder oder so. Der Weg dahin ist auch das Ziel. Und wenn man halt sich das vorstellt, ich möchte das gerne erreichen und mach jetzt und tu jetzt schon mal so, sage ich jetzt mal, fang einfach an, dann lerne ich auf dem Weg und dann entwickelt sich das auch wirklich zu dieser Person hin, die ich sein möchte oder zu dem Traum, den ich machen möchte. Ich kann am Anfang nicht der Vollprofi sein. Deswegen sollte man erstmal das so tun, als ob, machen, einfach den Weg gehen und dann der Rest kommt dann schon. Ja, dann wird man wie durch Zauberhand genau die Person, die man sein musste, um das zu erreichen, was man sich am Anfang vorgestellt hat, letzten Endes. Ja. Großartig. Genau. Benjamin, danke für deine Strategien und deine Tipps. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, was Bushcraft ist und wie es funktioniert, den Link zu deinem Channel poste ich auch, beziehungsweise den wird man auch jetzt finden dann. Und wenn YouTube gut ist, dann werden sie das gleich als nächstes Video vorschlagen. Ansonsten werde ich dafür sorgen, mit einer Infokarte in einem der Ecken oben. Auf jeden Fall danke für deine Zeit. Und wir sehen und bleiben uns auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Danke, Sebastian. Mach's gut. Okay. Ciao. Du auch. Tschüss.